inside the brave CF61 NFC 10 cage. 3 5-minute rounds in a catchweight bout of 69 kilograms. Introducing your first competitor. Fighting out of the blue corner, this man's a mixed martial artist with a professional record of 10 wins and 3 losses. He stands 178 centimeters tall and weighs already 69 kilograms. Representing Kimoju Gym and fighting out of Mannheim, Germany, please welcome Zafar Morsen. And his opponent, fighting out of the red corner, this man's a mixed martial artist with a professional record of 23 wins, 8 losses, and 1 draw. He stands 172 centimeters tall and weighs already 68.68 kilograms. Representing MMA spirit and fighting out of Frankfurt, Germany, give it up for Max, Mad Max, Kaka! Your referee's Gart Richter. Gerd Richter, erfahrener Referee, einer der erfahrensten in Deutschland. Es geht für beide Männer hier um alles. Wir sehen hier in Blau, Koga in Rot. Unterschiedliche Auslage. Koga links vorne, also klassische Auslage. Mosen Rechtsausleger. Das bringt ein paar Dynamiken mit sich. Unter anderem, dass viele dann mit der starken Seite anfangen, so wie Koga hier auch mit dem hinteren starken Bein zuerst treten. Normalerweise bereitet man mit dem vorderen Gliedmaß vor, also entweder mit dem Bein oder eben mit der Führhand. Kennen viele Leute aus dem Boxen. Koga selbst bezeichnet sich ja immer wieder als Allrounder. Das trifft auch zu. Er ist ein guter Standkämpfer, hat aber den Großteil seiner Kämpfe tatsächlich am Boden beendet. Das Gleiche gilt auch für Zafar Morsen, der im Stand sehr, sehr unorthodox ist. Vor allen Dingen mit seinen Füßen attackiert, mit seinen Kicks. Das hat er von seinem Mentor Dennis Siever übernommen, der auch sehr, sehr variabel kicken konnte, es bis in die MMA Champions League geschafft hat, die UFC dort viele Jahre gekämpft hat und viel seines Wissens weitergegeben hat an Morsen. Aber auch Morsen beendet seine Kämpfe am liebsten am Boden, kommt aus dem Judo, hat sehr, sehr schöne Hüftwürfe, ist auch ringerisch sehr, sehr stark. Und Koga sollte es vermeiden, hier zu nah an ihn heranzukommen, vielleicht lieber auf Distanz bleiben oder selbst den Kampf auf den Boden verlagern, um oben zu landen, denn da ist auch Koga sehr, sehr stark. Übrigens, falls sich Zuschauer da draußen fragen sollten, woher diese Male auf dem Rücken von Morsen kommen, das ist das sogenannte Schröpfen, eine Technik, die kurz vor dem Kampf nochmal verwendet wird, um eben die Muskulatur und den Körper an sich schneller zu regenerieren. Ja, die verschwinden dann auch wieder nach 1-2 Tagen. Hat Koga mal alles auf eine Karte gesetzt mit diesem Schwinger. Hatte kurzzeitig Morsen hinter sich. Da geht er teilweise sehr, sehr offen in diese Schlagabtausche, da staune ich, denn das ist ja wie gesagt nach hinten losgegangen im Dezember letzten Jahres. Koga hat einen sehr, sehr guten Thai-Box-Trainer mit Mohammed Wali bei sich in Frankfurt im MMA Spirit, eines der renommiertesten Teams in Deutschland. Also er kann sehr, sehr gut Kickboxen. Aber es sind sehr, sehr dünne Handschuhe, da kann jeder Treffer der Letzte sein. Offener Schlagabtausch hier. Und aus dem ist er mit breiter Brust rausgegangen. Max Koga, und das hat ihm Selbstvertrauen gegeben hier. Dieser Schlagabtausch hat eine gute Rechte gelandet und seitdem ist er hier auf dem Vormarsch. Takedown-Versuch von Koga, also er ist es, der versucht als erstes hier den Kampf auf die Matte zu verlagern. Ist für ein Federgewicht sehr, sehr stark, sehr, sehr kräftig. Trainiert in Frankfurt mit vielen Leuten, mit starken Leuten auch aus höheren Gewichtsklassen. Hat aber auch in seiner eigenen Gewichtsklasse sehr, sehr starke Namen, wie den Daniel Weichel, der seit vielen Jahren international kämpft. Mit einem Sabah Boulagi, der mal im Olympiakader im Ringen war, bis heute in der Bundesliga ringt oder gerungen hat bis vor kurzem. Also er hat da sehr, sehr gute Trainingspartner. Und da ist der Judo-Hüftwurf, den ich angesprochen habe von Morsen. Koga sofort wieder auf den Beinen, aber Morsen am Rücken. Und das sieht hier alles so ein bisschen wild aus, wie zwei Leute schieben sich durch die Gegend. Aber das ist hochgradig technisch. Was hier
Koga gerade probiert, ist es, seinen linken Arm zu benutzen, um zu verhindern, dass Mosen ihn umklammert, umgreift. Er kämpft jetzt hier mit seiner Hand dagegen, dass Mosen genau das hier schafft, seine eigene Hand, seinen Arm unter die Achsel zu bekommen. Mosen versucht hier viel zu kontrollieren und Koga hat sich hier lösen können. Damit einen schönen Knie auch lösen können, also mit einer Aktion gelöst. Technisch sehr sauber. Generell wird im MMA gepunktet nach dem 10-Point-Must-System. Das kennen wir aus dem Boxen. Also der Sieger einer Runde bekommt 10 Punkte, der Verlierer 9 oder weniger. Schöne Rechte getroffen von Mosen, der hier anders kämpft, als man es von ihm gewohnt ist. Normalerweise bleibt er eher draußen, bewegt sich viel, tänzelt und wie gesagt, kickt sehr, sehr viel. Aber jetzt schlägt er hier sehr, sehr viel. Hat wahrscheinlich gesehen, dass Kogas Kinn zu knacken ist und versucht das jetzt auch selbst. Und Power, die hat er auf jeden Fall. Klar, ein schöner Knockout macht sich großartig in der Bilanz. Aber hast du gesehen, nach diesem Schlagabtausch, wo es ja wirklich heftig zuging, hat Koga in die Hände geklatscht. Oh, und er landet die Rechte von Koga und er versucht, den Sack hier zuzumachen. Es geht am Boden weiter. Nochmal erklärt, solange sich Zafar Mosen verteidigen kann, seine Position verbessert und Schläge nicht unbeantwortet lässt, kann hier am Boden weitergekämpft und auch geschlagen werden. Solange der Gegner noch in der Lage ist, sich intelligent zu verteidigen, dass er das ist, zeigt Mosen, indem er hier aufsteht. Aber das war eindrucksvoll. Er stand zurückgekämpft. Man hat in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen, dass Mosen Schläge nicht ganz so gut wegsteckt, geht mal zu Boden, kommt aber eben auch immer wieder zurück. Auch das haben wir ein paar Mal schon gesehen in der Vergangenheit. Sind wir mal gespannt, ob er da in der nächsten Runde konservativer zu Werke geht nach diesem Knockdown. Wir machen eine ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung und sind gleich zurück mit der zweiten Runde. Das war eine sehr, sehr spannende erste Runde, Andreas Kranjotakis. Koga hat ein paar gute Treffer abbekommen, aber hat zum Schluss den besten Treffer gelandet mit dieser Rechte. Auf jeden Fall eine Frage ist beantwortet, nämlich nach dieser verheerenden K.O.-Niederlage hat er das Vertrauen zurück in seinen Körper, in sein Kinn, dass er diese Schläge nehmen kann? Die Antwort ist ja. Geht in den Austausch, klatscht in die Hand und sagt, ja, ich freue mich und landet dann selber einen Knockdown. Also viel besser geht's ja gar nicht aus Sicht des Frankfurters. Ich würde sagen, aufgrund des Knockdowns würde ich ihm auch die erste Runde geben. Ja, ich bin gespannt, ob einer von beiden jetzt ein bisschen vorsichtiger zu Werke geht. Denn beide haben gute Treffer kassiert. Mosen, klar, den deutlich härteren da gegen Ende. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. High-Kick-Griff von Max Koga, der langsam selbstbewusster wird, seinen Rhythmus gefunden zu haben scheint. Und wir sehen auch einen sehr, sehr aggressiven Zafar Mosen. Das ganze Vorgeplänkel dieses Kampfes war sehr, sehr respektvoll, diesen zwischen beiden. Es gab da keinen Trash-Talk, aber bei der Waage, da war Koga auf einmal sehr, sehr aggressiv. Mosen wirkte da ein bisschen überrascht. Und ich glaube, das hat er ihm auch ein bisschen übel genommen. Dementsprechend wirkte er fast schon ein bisschen emotional. Er muss aufpassen, dass ihm das hier aber nicht zum Verhängnis führt, dass er da nicht blind ins Verderben läuft. Na, Koga, der ist Profi. Ganz einfach, der ist dann aggressiv, wenn es wichtig ist, und das ist eben, wenn es auf den Kampf zugeht oder im Kampf, besser gesagt. Ich bin sehr beeindruckt, wie Koga sich hier präsentiert. Wir haben beschrieben, was für ihn auf dem Spiel steht. In der Karriere insgesamt, ganz abgesehen davon, dass er hier einen echt gefährlichen Gegner hat, der vermeintlich heute um einiges schwerer ist. Natürlich wiegen sich beide Athleten mit demselben Gewicht ein am Vortag des Kampfes, also am gestrigen Freitag, aber diese Aufladephase wieder bis zum Kampf führt dazu, dass eben dann doch Kämpfer vielleicht unterschiedliche Gewichte haben. Und ich glaube, Zafar Mosen ist heute ein gutes Stück schwerer als Max Koga. Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Ist auch, also der Kampf ist hier auf ein Catchweight-Limit angesetzt worden, also eine Art Zwischengewicht zwischen dem Leicht- und dem Federgewicht, eben weil Mosen von oben runterkommt. 69 Kilo ist dieses Limit. Auf den Punkt hat Mosen das gebracht. Koga war ein knappes halbes Kilo drunter. Aber du hast es gesagt, ist ein unglaublich erfahrener Mann. Ich verfolge seine Karriere, oder wir beide eigentlich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Hat in Russland gekämpft, in den USA und ist seit Jahren hier in Deutschland der absolute Kingpin im Federgewicht. Ja, bis zu diesem Titelverlust eben im Dezember vergangenen Jahres.
wäre ein unglaublich großer Sieg für Safar Mohsen, wenn er hier die Welt, die deutsche MMA-Gemeinde ein weiteres Mal schocken könnte mit einem Sieg über Koga. Aber Koga macht das bislang gut. Ja, macht das gut. Diese Kicks zum Körper, die scheinen ihn hier ein bisschen zu nerven. Auch das eine Besonderheit, eine taktische, technische Besonderheit, so wie Max Koga immer wieder diese High-Kicks, diese Tritte zum Kopf bringt. Oh, zwei klare Treffer von Mohsen. So bringt Mohsen immer wieder den Bodykick, also diese Tritte zum Körper. Ja, Koga, meinst du, der Weg zum Körper ist eben offen durch diese unterschiedliche Auslage. Mohsen mit der rechten Hand vorn, dadurch ist der Weg zum Körper frei für Kogas stärkeres hinteres Bein, deswegen bringt er den so häufig. Ja, da nochmal der Versuch. Und es ist natürlich auch immer schwer auszurechnen als Gegner, ob der Kick nun zum Körper kommt oder vielleicht doch zum Kopf hochgezogen wird. Das nutzt Koga hier gerade für sich. Wieder offener Schlagabtausch hier. Also die beiden schenken sich ja absolut gar nichts. Ja, und Koga lässt keine Lücke. Kommt es dazu, dass die beiden nah dran stehen, geht er sofort in die Kombination über und denkt gar nicht drüber nach, zurückzuweichen, sondern bleibt stehen. Und ich will es nochmal sagen, Koga hätte hier gut und gerne auch einfach aussitzen können, bis der Champion Mert Özyıldırım wieder fit ist, um dann seine Titelchance zu nutzen, was für ihn der deutlich wichtigere, deutlich, ja, vielleicht auch ungefährlichere Kampf gewesen wäre. Nicht, dass Özyıldırım ein ungefährlicherer Gegner ist, aber da geht es eben um den Titel. Wenn man da verliert, ist nicht ganz so schlimm. Jetzt hat er hier einen unbekannteren Gegner und hat gesagt, ich habe jetzt so lange gewartet, seit dieser Niederlage im Dezember, 8 Monate. Ich habe so hart trainiert, ich will jetzt einfach kämpfen und ich gehe dieses Risiko ein. Setze diesen sicheren Titelkampf aufs Spiel und kämpfe hier gegen diesen gefährlichen jungen Löwen aus Afghanistan. Und sind wir ehrlich? Oh, wieder eine Rechte, die da trifft, aber diesmal hat Mohsen sie genommen. So fair dieser Sport ist, unterhalb der Athleten, so hart sind manchmal auch die Fans. Jetzt das erste Mal, dass ich hier erlebe, dass Koga nach so einem Schlagabtausch in den Clinch wechselt. Also es scheint hier auf jeden Fall eine Situation zu sein, die ihm unangenehm war. Wahrscheinlich, weil er mit dem Rücken zum Zaun stand. Das ist auch jetzt mal gut getroffen worden, Andreas. Ja. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, sein Lebensstil, der wird langsam zu viel für ihn. Wenn man jünger ist, steckt man sowas gerne noch weg. Du hast es gesagt, im Rotlichtviertel aufgewachsen, führt in dritter Generation einen der ältesten Nachtclubs oder den ältesten Nachtclub im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das heißt, nachts ist da Party angesagt. Auch wenn er da selbst nicht mitfeiert, so führt er diesen Laden eben doch. Und tagsüber Training. Also da bleibt nicht viel Zeit für die Regeneration. Er ist mittlerweile 33 und es gibt einige, die sagen, ewig kann man so ein Leben nicht führen. Er selbst sagt, so ein Leben kann sowieso nicht jeder führen. Ich kann es aber, weil ich bin es gewohnt. Und genau diesen Kritikern will er heute hier den Rachen stopfen. Und ich sag dir, das ist eine knappe zweite Runde. In der ersten Runde sehe ich Koga knapp vorne. Aber in der zweiten Runde ist ein klarer Sieger für mich nicht auszumachen. Die Punktrichter müssen sich entscheiden. Die müssen einem der beiden die Runde geben, dem anderen eben 9 Punkte oder weniger. Tja, ich bin mal gespannt, was sie machen. Diese Aktionen hier, wie dieser High Kick, sprechen natürlich für Koga. Aber Mohsen hatte auch viele gute Aktionen. Unter anderem eben die angesprochenen Body Kicks. Auch wenn Koga viel im Vorwärtsgang war, ist das nicht eindeutig, sagen wir mal so. Und das lässt natürlich alles offen für die letzte Runde. Diese Punktrichterzettel sind nicht offen einsichtig. Also weder wir noch die Teams oder Kämpfer wissen, wie die ersten Runden gewertet wurden. Damit ist zumindest mal Safar Mohsen in der Position, dass er die dritte Runde dringend braucht. Vielleicht sogar davon ausgehen muss, dass er einen Finish braucht, also einen vorzeitigen Sieg. Aber eins kann man unterm Strich schon mal auf alle Fälle sagen. Wir können uns ja zwar bislang noch nicht auf einen einigen, der hier vorne liegt, aber es ist bislang ein absolut unterhaltsamer Kampf und Safar Mohsen hat sich hier als würdiger Ersatzkämpfer in Anführungsstrichen präsentiert. Ich glaube, es werden ihn definitiv ein paar Leute mehr kennen nach dem Kampf hier. Ja, Sicherheit. Immer wieder diese Linke von Koga, die da gefährlich nachgesetzt wird. Und gut getimt dieser Takedown, bringt Mohsen hier runter. Und jetzt kann Koga seine Stärken ausspielen, das liebt er. Diese Oberlage, dieses Grinden, sagt man dazu, dieses langsame Zermürben des Gegners mit kurzen Schlägen, kurzen Ellbogen. Und wir sehen es hier, Mohsen weiß natürlich, was kommt. Er versucht irgendwie wieder hochzukommen, seine Position zu verbessern. Es ist natürlich auch möglich, von unten Kämpfe zu gewinnen. Aber ein Max Koga,
Der versteht sich sehr, sehr gut darauf, sowas nicht zuzulassen. Und was wir hier sehr gut sehen, ist, wenn man mit Menschen, die von MMA nicht viel Ahnung haben, redet und denen erzählt, ja, man darf am Boden weiterschlagen, dann sind die immer komplett außer sich, weil sie davon ausgehen, wer am Boden liegt, ist wehrlos. Aber wir sehen es hier, es ist gar nicht so einfach, den am Boden liegenden Gegner zu schlagen. In dem Moment, in dem man ausholt, lässt man eine Lücke. Jemand, der versiert ist, nutzt diese Lücke, um da ein Bein dazwischen zu schieben oder eben um aufzustehen. Wir sehen das hier. Mosen kontrolliert Koga. Koga versucht immer mal wieder Schaden zu machen. Aber diese kurzen Schläge sind weit, weit entfernt von einem klassischen Haken im Stand oder sowas in der Art. Also insofern ist das ein bisschen relativ mit dem Schlagen am Boden. Was Koga hier gerade versucht, ist die sogenannte Guard zu passieren, also diese Beinumklammerung von Mosen. Das hat aber nicht ganz geklappt und Mosen hat jetzt die kleinste Lücke genutzt, um die Position umzukehren und um Koga hier auf den Rücken zu legen. Und auch Mosen ist sehr, sehr stark aus der Oberlage. Auch er fühlt sich hier am wohlsten, deswegen war dieses Duell so interessant. Beinhebelversuch von Koga. Ich habe es gerade gesagt, man kann auch von unten Kämpfe beenden, zum Beispiel durch einen solchen Aufgabegriff. Und Mosen zeigt jetzt hier, wie stark er ist. Geht in Richtung Rücken von Max Koga. Der rollt sich hier nochmal zum Beinhebel, versucht hier sein Glück mit diesem Aufgabegriff. Aber Mosen kontrolliert das Ganze gut. Treffen darf man am Boden, genauso wie im Stand übrigens, den Hinterkopf nicht. Wenn sich also so eine klassische Punkrock-Frisur vorstellt, so eine Irokese, alles was dann da auf den Haaren landen würde, ist nicht erlaubt. Koga ist wieder im Stand. Und dann noch eine gute halbe Runde zu kämpfen. Und Mosen sieht gut aus hier in diesem dritten Durchgang. Also nachdem er da diesen Sweep, also diesen Wechsel am Boden hinbekommen hat. Und jetzt legt er Koga hier nochmal aufs Kreuz. Und Koga versucht wieder nach oben zu kommen. Und ich habe keine Ahnung, wer in diesem Kampf vorne liegt. Es ist absolut spannend und es ist auch immer noch alles möglich. Das darf man nicht vergessen, über 2 Minuten noch zu kämpfen. Das ist eine halbe Ewigkeit in diesem Sport, gerade die letzten 2 Minuten. Und jetzt sind beide wieder im Stand. Und wir haben gesehen, die kämpfen hier mit offenem Visier, ohne Rücksicht auf Verluste. Gute Linke getroffen von Mosen. Beide atmen natürlich schon schwer. Also 15 Minuten, das klingt nicht viel, aber 15 Minuten hier drin. Ja. Und diese Ewigkeit. Wechsel in der Belastung zwischen diesem Kickboxen und den Ringereinheiten, wie hier gesehen. Mosen versucht da den Takedown, also den Wurf, aber von zu weit draußen. Deswegen kontert Max Koga. Schönes Knie hier und da löst sich Mosen. Jetzt geht's darum, wer hat mehr extra Einheiten absolviert? Hat Max Koga zu viel gefeiert? Oder hat er fleißig trainiert? Also wer definitiv nicht zu wenig trainiert hat, ist Safar Mosen. Der Mann macht aus dem Stand einen Rückwärtssalto und 10 Flickflacks am Stück. Der ist ein Trainingsfanatiker, ein absoluter Athlet. Und er ist eben auch ein zäher Kämpfer, das sehen wir hier. Übrigens, um das auch noch dazu zu sagen, gewertet wird im MMA nach der Frage, wer hat das bessere Striking, wer hat das bessere Grappling, also die Bodenkampfpositionen, die Aggression und die Kontrolle der Kampffläche. Und zwar in der Reihenfolge. Und was jetzt zum Ende des Kampfes auf jeden Fall sichtbar ist, ist, dass Max Koga im Vorwärtsgang bleibt. Oh, klingelt hier nochmal Mosen an und das ist wichtig. Mosen versucht das hier zu überspielen, aber ich glaube, der ist wirklich angeschlagen. Geht da zurück, macht nicht mehr viel. Koga muss jetzt hier eigentlich nachsetzen, um dem Ding seinen Stempel hier komplett aufzudrücken, um da wirklich alle Zweifel aus dem Weg zu räumen, wer hier der Sieger sein kann. Wilde Schwinger von Koga. Sollte mehr gerade Hände schlagen, meiner Meinung nach. Auf der Innenbahn ist dann schwerer abzukontern. Aber sieh dir die Entschlossenheit an, die Max Koga ausstrahlt. Obwohl der müde ist, das sieht man. Aber der geht nach vorne, der steht da. Auch wenn Mosen schlägt, dann bleibt er stehen und versucht zu kontern. Der will das hier mehr. Ja, da will es hier alle nochmal beweisen. Die letzten Sekunden laufen in diesem Co-Main-Event. Was für ein Kampf. Eingesprungenes Knie von Koga. Spinning Back Kick Versuch von Mosen. Da wird das ganze Vokabular nochmal rausgeholt. Und die Punktrichter müssen entscheiden nach einem extrem unterhaltsamen Kampf. Und ich mag hier keinen Sieger bestimmen. Ich also auch Koga nicht. Hatte zum Schluss die besseren Momente. Ganz klar. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ihm die dritte Runde geholt hat. Einfach weil diese Schlussmomente auch den Punktrichtern in Erinnerung bleiben, wenn sie die Punktrichterzettel ausfüllen. Und damit würde ich ihm tatsächlich 2 der 3 Runden sicher geben. Und ich muss sagen, ich bin mehr beeindruckt, als hätte er hier ein frühzeitiges Finish hingelegt, Max Koga, denn er hat bis zum Ende den Willen beibehalten. Er wirkte wie jemand, der
seit langer Zeit nach seiner Niederlage immer wieder gehört hat, ach ja, dieser Max Koga, hat er es überhaupt noch drauf? Feiert er nicht zu viel? Ist das nicht zu viel mit diesem Nachtleben und dem Kämpfen zusammen? Und er sah so aus, als wollte es hier einfach allen beweisen. Da sehen wir den angesprochenen Dennis Siever, eine Legende im deutschen MMA. Sehr, sehr guter Trainingspartner logischerweise. Schauen wir mal ins Publikum. Viele Frankfurter angereist hier. Und die zittern und bangen natürlich jetzt mit Mad Max Koga. Aber Safamosen hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Das wollen wir nicht unterschlagen. Hat hier wirklich alles gegeben. Hat Koga einen schweren Kampf abgerungen. Wer weiß, ob er das Ding nicht vielleicht sogar gewonnen hat. Also es gibt das Sprichwort, man soll es nicht in den Händen der Punktrichter belassen, wenn man sicher siegen möchte. Das ist immer auch ein bisschen ein Glücksspiel. Und die Tatsache, dass hier länger ausgezählt wird, dass es also dauert, bis jetzt hier der Ring-Announcer in den Käfig kommt, ist meistens ein Zeichen dafür, dass nicht hundertprozentige Einigkeit bestand. Also, es gibt drei Punktrichter, die sitzen um das Octagon, um den Cage verteilt. Die haben ihre eigene Perspektive. Den wird keiner reinreden, den darf keiner reinreden. Jeder schreibt unabhängig voneinander sein Ergebnis nach jeder Runde auf einen Zettel. Das kann man auch im Nachhinein nicht nochmal verändern. Nach Runde 3, wenn man das Gefühl gehabt hätte, einer der beiden hätte es mehr verdient, insgesamt, dann darf man das nicht nochmal verändern, was man in der ersten oder zweiten Runde aufgeschrieben hat beispielsweise. Und diese Zettel werden abgegeben, zusammengezählt und dann wird ein Sieger ermittelt. Ich sehe hier schon den Announcer auf dem Weg zum Käfig. Das heißt, bald haben wir Sicherheit. Wir sehen hier noch ein paar der Szenen. Am Ende war sogar noch mal ein eingesprungenes Knie drin vom Frankfurter. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wer das Ding hier gewonnen hat. All right, ladies and gentlemen, give it up for our combatants in the co-main event of the evening. After three rounds, we go the judges' scorecards. Your first judge scores about 30-27. Your next judge scores about 30-27. And your last judge scores about 29-28 for your winner. By unanimous decision, out of the red corner, Max, Mad Max, Koga! Max, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem Sieg, zu einem sehr, sehr wichtigen Sieg für dich. Du hattest eine lange Auszeit nach einer herben Niederlage und du hättest eigentlich die Chance gehabt zu sagen, ich warte, bis der Champion Mertes Yildirim, gegen den du eigentlich hättest heute kämpfen sollen, wieder gesund ist und ich warte auf meine Titelchance. Das hast du nicht gemacht. Du bist das Risiko eingegangen, hast den sicheren Titelkampf aufs Spiel gesetzt und hast dich einem gefährlichen jungen Löwen gestellt. Wie glücklich bist du jetzt mit dem Sieg? You had the option to sit out, wait until the champion's healthy again and take your title fight, but instead you chose the risky option and faced a hungry young lion. How happy are you with a comeback victory? Zuallererst, was geht ab Frankfurt? Geil! I'm happy. Hello world. I'm very proud to introduce you to the Frankfurter Mauer.
They are the best fans in Germany. You hear them all over this planet. Also, es war ein sehr, sehr harter Kampf. Es war ein sehr enger Kampf. Aber ich glaube, ihr da draußen hattet viel Freude beim Zuschauen. Und jetzt nach diesem Sieg ist auch der letzte Kritiker ruhig, denn mir wurde auch vorgeworfen, dass ich jetzt den Titelkampf bekommen habe, obwohl ich aus einer Niederlage komme. Und das habe ich hiermit heute geändert. Und das war der Grund, warum ich gegen Zafar Mosen, der von einer höheren Gewichtsklasse gekommen ist, dass ich gegen den kämpfen wollte. Yeah, he says he took this fight basically to show his critics that he was ready to have a title fight, even if he had this loss back in last year when he lost the title to then champion Jarno Aronson. He says he shut those critics up now with a strong victory against a strong Zafar Mosen. Warst du überrascht, wie stark Mosen ja war? Er kam ja aus einer höheren Gewichtsklasse runter. Ich selbst und der Kollege Kanyotakis haben immer gesagt, das ist ein schwieriges Matchup, das ist ein explosiver junger Mann. Aber viele andere haben gesagt, das muss der Koga leicht packen, das muss er eigentlich, den muss er überlaufen. Warst du überrascht, wie stark der war und dass er mit dir mit offenem Schlagabtausch, sozusagen mit offenem Visier, hier heute strikt? Were you surprised of how strong your opponent Zafar Mosen were today and that he was striking with you in the pocket? Um ehrlich zu sein, haben wir damit gerechnet. Ich meine, der ist auch, die Handschrift ist ja klar zu lesen. Dennis Siever, der Zafar kann ringen, der ist ekelhaft am Boden und vor allem kann er sich auch hauen. Und das hat man in all seinen Kämpfen gesehen und uns war schon recht klar, dass es ein sehr, sehr zäher Hund ist. Yeah, he says, no, we were absolutely aware of the strengths of Zafar Mosen. He's a strong wrestler, a strong ground guy, who's not afraid to stand with anybody in this division. So yeah, we were prepared for a stand-up war with Zafar Mosen. Letzte Frage, ganz klar, was ist jetzt das nächste für dich? Der Titelkampf steht jetzt wahrscheinlich an. Wann würdest du das am liebsten machen? the fight with the mic. Yeah, this is a running gag between the two of us. Wann würdest du gerne um den Titel kämpfen? Wie lange brauchst du, um dich zu erholen? Wie sind die Pläne für die nächsten Monate? What's next for Max Koga? When is the title fight against Mattis Yildirim going to happen? Ich habe es letztes Jahr versprochen. 2022 hole ich diesen Gürtel zurück an meine Hüfte. Ich bringe ihn zurück in Spirit. Und das ist der Plan. Merk, kurier dich aus. Wir treffen uns im Dezember. Und genau dann hole ich den Gürtel zurück. So that's a strong message to the champion Mattis Yildirim, who's still healing from a shoulder injury. He says, I'm going to bring the belt back to my home in Frankfurt. And he wants to face the champion in December at the next NFC show. Großen Applaus, big round of applause for Max Koga. Also was für eine Show vom Frankfurter, was für ein Comeback von Max Koga. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben noch den Main Event des heutigen Abends. Jilton Lutterbach